Sind wir in der Eifel oder wo sind wir hier, Mann? Dass wir aufs Internet noch... Entschuldige, oh Gott. Jetzt haben wir... Oh nein. Das Internet ist da. Der Livestream ist da. Herzlich willkommen. Hier im Wartesaal ist die Stimmung schon brillant. Ich sag mal. Das ist... Ja. Ja. Es ist... Ja. Bitte. Vielen Dank. Das kommt gleich. Es geht da gleich los. Es tut einem in der Seele weh, dass Sie Karten bekommen haben und die sitzen leider zu Hause auf dem Sofa und müssen sich's im Internet angucken. Ja, aber wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Es geht jetzt gleich los. Ich gehe gleich raus und wenn ich reinkomme, wenn Sie da so tun könnten, als hätten Sie mich noch nie gesehen und wären in Ansätzen glücklich, dass ich da bin. Das wird schon reichen. Ja, und sonst lassen Sie es einfach laufen heute Abend. Wir haben Zeit für Sie. Sie haben es ja gemerkt. Also viel Spaß. Wir sehen uns gleich. Ich freue mich. Das wird lustig heute. Wir spielen ja da drüben auf der Bühne und dann ist da noch eine Bühne und Steffi und Thorsten, die zwei Schweine, sind da am Tischchen. Da merken Sie jetzt schon vielleicht, da können Sie gar nichts sehen. Na guck mal, da gibt es da einen Bildschirm oder da hinten oder für Sie gibt es hier noch einen Bildschirm. Also Sie müssen sich halt dann suchen, wo Sie das finden gleich. Dass Sie immer alles mitkriegen. Das wollte ich nur noch gesagt haben, nicht, dass Sie denken, ihr habt nichts gesehen. Sonst müssen Sie halt am Samstag nochmal gucken. Sagen Sie, ich war drin, es war nett, aber ich habe nichts gesehen. Ich gucke es mir am Samstag nochmal an im BTR. Ja. Also bis gleich, ich komme nochmal. So, jetzt geht's los. Hallo, guten Abend, ich freue mich auch. Ah. Wunderbar, wunderbar. Bitte, bitte, wir haben doch so viel Programm. Bitte, herzlich willkommen, oder um es mit den Worten von Til Schweiger zu sagen, Prost, ihr Untertanen. Ja, Til Schweiger, haben Sie das auch gelesen, oder? Ja, betrunken, da ist mir beim Frühstück beinahe der Whisky-Cola aus der Hand gefallen. Da. Jetzt wird einiges klar, der nuschelt, um zu kaschieren, dass er besoffen ist. Ja, und womöglich säuft er, um seine Filme zu ertragen. Das kann auch sein. Ja, und dann auch noch Mitarbeitende am Filmset schlecht behandeln, das finde ich unmöglich. Ich dachte sofort, vielleicht müssen wir unseren Kameraleuten hier die Fußfesseln auch mal wieder abnehmen. Und Tobi steht ja auf Peitschenhiebe. Das, ja, absolut. Ja. Aber das tut er. Kommen wir zu guten Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch der CDU hier in Köln. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gehört haben. Der Kreisverband der CDU Köln hat gewonnen. Und zwar hat der Kreisverband an der März-Challenge teilgenommen. Also nicht der März wie der Monat, sondern März wie Friedrich Merz. Also März wie das letzte Jahrhundert. Ja? In der März-Challenge ging es darum, so viele Neumitglieder zu werben wie nur möglich. Und da hat der Kreisverband Köln mit 110 neuen Mitgliedern bundesweit gewonnen. Und was ist der Preis? Ein Fass Kölsch? Politische Inhalte? Nein. Halten Sie sich bitte fest, der Preis ist: Friedrich Merz kommt persönlich vorbei. Oh, und ich bin mir sicher, wenn man gesagt hätte, der März bleibt weg, dann hätten die 200 neue Mitglieder bekommen.
Und jetzt pass auf. Jetzt passt auf, wie die CDU das bei Instagram gefeiert hat, und zwar mit diesem Bild. Und wenn ich das sehe, denke ich sofort, so sieht Heino also ohne Perücke aus. Ja? Verrückt, oder? Ja, kann jemand bitte dem älteren blinden Mann über die Straße helfen? Ja? Wird Merz, wenn er dann in Köln ist, als DJ Brilon auflegen? Ja? Obwohl, wenn man sich schon bei jungen Menschen anbietet, dann doch bitte richtig. Ja? So, cool. Tobi ist ja riesiger Merz-Fan übrigens. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. Hey, hey, I need a dollar, dollar, dollar is what Sehr I cool. need. Hey, hey. Yeah. Ja, das ist. Mit Schlagzeug jetzt, oder? Ja. Entschuldigung, Leute unter uns, wenn Friedrich Merz sagt, ich bin die Zukunft, da sagt er die Zukunft, dann komme ich nicht. Und Friedrich Merz hat ja recht, die Klimafrage ist doch überbewertet, oder? Hey Leute, die paar Eisbären, die sterben, die paar Inseln, die im Meer versinken, die 15.000 Hitzetote allein im letzten Jahr in Europa, ein paar abgesoffene Häuser im Ahrtal. Hauptsache, ich muss meinen alten Ölkessel nicht auswechseln und kann mit 180 über die Autobahn brettern. Friedrich Merz glaubt, Zukunft ist einfach nur Vergangenheit mit neuer Tapete. Ja, die letzte Generation überfordert uns doch alle, wenn wir ehrlich sind. Die sind völlig verrückt. Die wollen, dass die Politik Ziele einhält, die sie selbst beschlossen hat. Ja, wo kommen wir da hin? Bisher hat es uns allen doch gereicht. Ja. Bisher hat es uns doch allen gereicht, wenn Ziele formuliert wurden. Von erreichen war nie die Rede. Und das kennt man doch aus dem Privaten. Man will weniger Fleisch essen und dann steht man am Grill und sagt, komm, eine Bratwurst. Ja? Das ist auch nichts anderes als eine braune Zucchini. Ja, nur der Tobi, der ist konsequent, der ist klimaneutral. Der spielt auf dem E-Piano. Tobi Hebelmann und Till Menzer und das Rundfunk-Tanzorchester Sylt. Yeah! Und halten Sie sich zu Hause fest. Hier ist unser erster Gast. Ich freue mich riesig und ich verneige mich vor ihm. Hier ist Wilfried Schmickler. Danke. Danke. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich aufrichtig, heute Abend hier im Wartesaal zu Gast sein zu dürfen. Und ich spüre schon, Sie alle sind irgendwie gut drauf. Irgendwie so beseelt, so hoffnungsfroh und voller Vorfreude. Denn der Mai ist gekommen. Mit Glöckchen, Bock und Baumausschlag. Der Winter zerrinnt, der Mai beginnt, die Blüten keimen auf Gartenbäumen und Vogelschall tönt überall. Na und? Wer will das hören in diesen verfinsterten Zeiten? Das Lärmen der ganzen Vogelschar. Amsel, Drossel, Fink und Star fliegen am Gesäß vorbei, wenn Marder, Dachs und Leopard die Idylle pflügen. Nein, das wird in diesem Jahr nichts mit den großen Gefühlen im Mai. Wonne in die Tonne. Da ist doch viel Verunsicherung, viel Verwirrung. Und vor allem viel Zukunftsangst in den Gemütern. Der Krieg beansprucht die Vaterschaft über alle Dinge. Das Klima ist ein Desaster. Die Inflation frisst die eisernen Reserven auf der hohen Kante. Und mehrmals täglich grüßt das renitente Murmeltier aus der Parteizentrale der FDP. Und jetzt. Doch jetzt, meine Damen und Herren, kommt es so richtig dicke. Ich will Ihnen ja hier nicht in die Maibowle spucken. Aber wenn ich den Auguren und Fulguratoren glaube, und das tue ich, dann kündet der Mai in diesem Jahr nicht von saftiger Wollust und wollüstigen Säften, sondern von einer der größten Katastrophen, die unsere gebeutelte Welt in den vergangenen 10 Jahren heimgesucht hat. Und ich spreche hier nicht
von der Eskalation des Bürgerkriegs im Sudan. Da sind ja bald alle Deutschen evakuiert, also kein Grund zur Sorge. Ich spreche auch nicht von der drohenden Hungersnot in Nigeria oder am Horn von Afrika, wo in Somalia, Kenia und Äthiopien jetzt schon alle 48 Sekunden ein Mensch an den Folgen von Unterernährung elendig verreckt. Und ich spreche auch nicht von den gewaltigen Flutwellen, die den Küstenregionen der Erde schon in naher Zukunft drohen, weil in der Antarktis das Eisschelf des sogenannten Weltuntergangsgletschers in einem nie dagewesenen Tempo dahinschmilzt. Nein, viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Meine Damen und Herren, sollten Sie jetzt zu den besonders sensiblen Menschen gehören, deren Frustrationstoleranz schon seit längerem gleich null ist, dann bitte ich Sie jetzt umzuschalten. Zum Beispiel auf RTL, wo die ewigen Fernsehlausbuben Gottschalk und Jauch mit der quietschenden Allzweckwucht Brumme Schöneberger mal wieder nicht wissen wollen, was passiert. Und die anderen, die trotz dieser Schockwarnung hier bei uns im WDR bleiben, halten Sie sich jetzt bitte gut fest. Sie müssen jetzt ganz stark sein. Also, so wie es aussieht, besteht eventuell die nach wie vor eigentlich schier undenkbare Möglichkeit, dass Bayern München in diesem Jahr nicht deutscher Meister wird. Wäre das nicht furchtbar? Der Vorstandsvorsitzende der Ledernen, Olli Kahn, der Titan, der Beißer, der Würger, der inzwischen aussieht wie der kleine Bruder von Donald Trump, der Mann, der mit dem Satz Eier, wir brauchen Eier, das oberste Gebot der höheren Fußballschule formuliert hat, sprach angesichts der drohenden Zweitplatzierung von einer Katastrophe, die ein gewaltiges Beben auslösen werde. Die Menschen in der Osttürkei und im Ahrtal haben bereits Spendenkonten eingerichtet. Für die zu erwartenden Opfer in der Säbener Straße in München. Olli Kahn hat sein Katastrophengeschwätz übrigens genau an dem Tag in die Mikrofone der Weltpresse genüllt, als Stockholmer Friedensforscher die Höhe der weltweiten Ausgaben für Militär im vergangenen Jahr bekannt gegeben haben. 2,24 Billionen Dollar, und zwar die europäischen Billionen, die mit den 12 Nullen. Das sind 2240 Milliarden für Massentod und Zerstörung. Und in diesem Jahr wird diese Zahl noch deutlich höher sein. Das ist eine Katastrophe. Außer natürlich für die Kriegsgewinnler und Krisenprofiteure. Denn wenn von dieser gewaltigen Summe nur 1% als Reingewinn in ihre prall gefüllten Kassen fließt, dann sind das 22,4 Milliarden für die skrupellosen Händler des Todes in einem einzigen Jahr. Was könnte man mit diesem Geld alles Sinnvolles tun? Zum Beispiel die Katastrophe über Bayern München verhindern. Für 22,4 Milliarden, da kriegen Sie 560 Mittelstürmer von der Preisklasse eines Robert Lewandowski. Weil das müsste doch reichen. Ne? Apropos, viele befürchten ja, dass bei dem Dusel, den die Dusseler aus München haben, es am Ende der Saison doch noch reichen wird. Von wegen. Die Bayern kriegen nämlich zuerst in Leipzig ein deftiges Allerlei und dann müssen sie am letzten Spieltag nach Köln zum FC. Da werden sie dann aus dem Stadion geblasen und die Kölner fahren zur Meisterfeier auf den Borsigplatz in Dortmund. Wir sehen uns. Glück auf! Wilfried Schmickler, der ewige Meister, er war da.
Ja. Ja, liebe Freunde, heute Mittag war es soweit in London. Sie haben die Krönung vielleicht mitbekommen. Und jetzt, liebe Leser der Yellow Press und der Frau mit Hut. Heute war ja ein großer Tag für alle Freunde von blauem Blut, Adel und sonstiger Inzucht. Die größte Krönung aller Zeiten hat stattgefunden. Das Mega-Ereignis, das Super-Event, das darf doch nicht unbesprochen bleiben. Und deshalb schalten wir nun einmal live zu unserer Adelsreporterin Sophie Emey, Erbgräfin und Freifrau von gestern. Habe ich Sie so richtig angekündigt? Ja, sehr richtig, Herr Schieber. Ich grüße Sie und auch den Rest des Proletariats im Saal. Frau Freifrau von gestern, Sie haben heute die Krönung beobachtet. Was waren Ihre Eindrücke? Nun, die Menschen sind begeistert. Es war eine wunderbare Krönung, ein beinahe orgiastisches Ereignis. Es ist natürlich auch die Krönung eines Königs, der von nun an die ganze Welt in Atem halten wird. Nicht nur Bayern. Wieso Bayern? Charles ist doch in England. Charles, wer redet denn von diesem Porridge mit Ohren? Nein, also ich rede von der Krönung von Markus Söder zum König von Bayern. Was? Söder hat sich zum König von Bayern krönen lassen? Ja, jetzt also nicht mehr Söder, sondern König Markus I. Er wird genau zu diesem Zeitpunkt durch die Stadt gefahren mit seiner prachtvollen Krone aus Weißwurst, im blau-weißen Hermelin, in einer goldenen Kutsche, gezogen von einem stattlichen bayerischen Landochsen. Was? Ja, auch wenn das sichtlich anstrengend ist für Andreas Scheuer. Aber bitte, Frau Freifrau, Bayern kann Sie doch nicht einfach unabhängig machen. Doch, wir sind seit, entschuldigen Sie bitte, ich werde da kurz emotional, seit heute ein eigenständiges Königreich, sogar mit einer eigenen Fußballliga, in der nur bayerische Mannschaften spielen. Wie, der FC Bayern spielt jetzt in der Bayernliga? Ja, die sind gerade auf Platz 2 hinter Augsburg. Außerdem... Herr Sieber, wir haben eigene Verkehrsregeln, wir haben eigene Gesetze, wir haben sogar einen eigenen Fernsehsender, der 24 Stunden berichtet, wie genial unser König Markus ist. Was, der Söder hat einen eigenen Fernsehsender gegründet, der ihn den ganzen Tag vollschleimt? Nein, den gibt es schon, den Bayerischen Rundfunk. Vom Bayerischen Rundfunk heute auch bei uns unser Experte für das Bayerische Königshaus, Toni Brunswasser. Ja, grüß Gott mit uns. Ja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herr Brunswasser, Sie kennen Markus persönlich, nicht wahr? Ja, natürlich kenne ich den Markus. Also natürlich kenne ich unseren wunderbaren König Markus persönlich. Ich habe als PR-Journalist seinen genialen Worten gelauscht. Ich habe die gleiche Raumluft geatmet wie er. Ich war bei seiner Darmspiegelung ganz vorn mit dabei. Und ich muss sagen, es ist ein Genie, er ist eine Lichtgestalt. Ja, aber warum Monarchie? Bayern ist doch eigentlich eine Demokratie mit Parlament. Na, das brauchen wir nicht. Nee. Unser König Markus kann doch durch seine permanenten Meinungswechsel alleine ein ganzes Parlament ersetzen. Ja, da haben aber wir Vielfalt. Bitte. Was brauchen wir? Jetzt bleiben wir mal auf dem Boden. Bayern und Deutschland gehören doch zusammen. Ja, natürlich. Deshalb will ja perspektivisch auch Söder Bayern erweitern und sich nächstes Jahr in ganz Deutschland krönen lassen. Und zwar zum großen Oberhaupt transbayerischer Territorien oder kurz Gott. Ja, soeben fand auch die Parade der bayerischen Streitkräfte statt. Das 5. Promille-Regiment der Strullerbacher Kampfpichler. Dazu die Präsentation der stärksten und weltweit gefürchtetsten Abschreckungswaffe Bayerns. Was? Söder hat die Atombombe? Nein, Florian Silbereisen. Gleich wird es auch ein Feuerwerk geben, bei dem sämtliche Windräder Bayerns gesprengt werden. Alle drei, oder was? Das heißt, mit der Krönung wird Bayern ab heute ein eigener Staat und hat nie wieder was mit Deutschland zu tun. Es ist für immer weg. Das kann ich mir natürlich vorstellen, wie man das in Ihrem Sündenfuhl da in Köln bedauert. Naja, ich kann ja mal rumfragen. Also wie finden wir hier das in Köln, dass Bayern jetzt weg ist? Ja, danke nach Bayern!
Herren Damen und Philipp Simon. Thorsten? Thorsten, was machst denn du da? Ich trainiere jetzt. Ich trainiere jetzt für den Ultramarathon. 80 Kilometer. Und mit den kurzen Beinen brauchst du da 5 Jahre. Nein, wenn ich erschöpft bin, dann kann ich ja ein Stück mit dem Auto fahren. Beim Marathon? Das ist eher unüblich. Naja, in England musste jetzt eine Marathonläuferin ihren Pokal zurückgeben, weil rauskam, dass sie ein Stück mit dem Auto gefahren ist. Und die ist bestimmt in der FDP. Wieso? Technologieoffen. Ach du, also... Steffi, wenn das die Sache vereinfacht, ich finde, man könnte auch jedem Fußballspieler einen eigenen Ball geben und ein eigenes Tor. Und dann trifft man auch auf jeden Fall. No, oder alle spielen nur gegen Schalke 04. Das kommt aufs Gleiche raus. Oder beim Basketball würde man leichter Punkte erzielen, wenn man eine Leiter an den Korb stellt. Stimmt. Und man könnte auch schneller schwimmen, ohne Wasser im Becken. Ja. Bergsteigen macht auch mehr Spaß, wenn man mit dem Hubschrauber direkt auf die Spitze gebracht wird. Du auf einer Bergspitze. Lustig. Wieso? Naja, das wäre ja dann gar keine Spitze mehr. Hä? Also mehr eine Kuppel. Du findest mich dick? Nein, also ich sag mal so, ein bisschen Sport könnte dir nicht schaden. Aber was soll ich denn da machen? Na, vielleicht joggen. Joggen, gut. Gleich Montag geht's los. In den Wald? Nein, ins Autohaus. Ich muss Ihnen sagen, ich persönlich bin ja ein Riesenfan von Olaf Scholz. Wirklich, also was dieser Mann aus Sprache macht, ja, das überrascht sogar die Wörter, die er benutzt. Ja. Die Tage sagte der Scholz, dass er jetzt vom Reden ins Doing kommen will. Doing, ich habe den Eindruck, dass der Scholz vor lauter Doing so langsam das Denken vergisst. Das wird doch immer absurder. Erst kam er mit dem Doppelwumms um die Ecke, da hat er eine Bazooka auf den Tisch gelegt und jetzt will er ins Doing kommen. Immer wenn der Scholz eine Rede hält, dann denke ich mir, das ist doch eine Nummer von Loriot. Das... Oder? Das hat der Olaf doch geklaut. Der kann sich doch nur noch um Tage handeln, bis er sich vor Lindner und Habeck stellt und sagt, mit ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht. Ja. Was ist bei der SPD los? Na klar, 16 Jahre lang haben die Deutschen die stoische Stille von Angela Merkel gefeiert. Und der Scholz will diesen narkotischen Führungsstil offensichtlich kopieren. Da gibt's aber 2 Probleme. Erstens, nach 16 Jahren merkelscher Meditationsmusik wünscht sich das Volk mal wieder ein bisschen Samba. Und zweitens, Angela Merkel hat ihre Koalitionspartner immer so lange umarmt, bis die bewusstlos auf der Regierungsbank lagen. Aber, und das ist das Problem, FDP und Grüne lassen sich von Scholz nicht umarmen, sondern fühlen sich auf wie 2 Käfigboxer auf Koks. Darum fährt der Scholz ja auch alle paar Monate mit Habeck und Lindner zur Verhaltenstherapie auf Schloss Meseberg. Ja, und danach sagt er dann immer so Sätze wie, die Regierung arbeitet sehr gut zusammen, wie man auch hier in Meseberg sinnlich erfahren konnte. Ja, der hätte auch sagen können, es saugt und bläst der Einzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Ja.
als die SPD ins Kanzleramt gezogen ist, da hatte man doch so ein Gefühl, was entfernt an Hoffnung erinnert hat. Olaf Scholz ist der erste sozialdemokratische Kanzler nach 16 Jahren. Da wünscht man sich doch mal ein bisschen Sozialpolitik. Stattdessen lässt der Scholz sich permanent von der FDP ausbremsen. Thema Kindergrundsicherung, sagt der Lindner, zu teuer. Und was macht der Scholz? Schweigt. Was ist mit Heizungstausch und Wärmewende? Wird viele Familien finanziell belasten. Grüne und FDP fetzen sich. Was macht der Scholz? Schweigt. So geht es immer weiter. Inflation, Bildungskrise, Wohnungsnot, das sind doch alles Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Wo ist da die Stimme der Sozialdemokratie? Stattdessen kam die SPD letzte Woche ernsthaft mit dem Vorschlag um die Ecke, dass sie die deutsche Raumfahrt ausbauen will. Mit eigenen Trägerraketen und einer Stabsstelle Raumfahrt im Bundeskanzleramt. Was machen die als nächstes? Eröffnen die mit einem Papst eine Herrenboutique in Wuppertal? Wofür? Wofür brauchen wir denn jetzt Trägerraketen ins Weltall, wenn bei uns auf dem Land nicht mal der Bus fährt? Wofür brauchen wir eine Stabsstelle Raumfahrt im Kanzleramt? Wollen die Scholz 2025 auf den Mond schießen? Die Erwartungen an die SPD waren hoch. Aber dass sie innerhalb kürzester Zeit zum Schoßhündchen der FDP werden, damit habe ich nicht gerechnet. Wer hätte das gedacht? SPD und FDP gegen die Grünen. Das ist so, als ob sich Veganer mit Fleischessern verbünden, um gemeinsam Vegetarier zu bekämpfen. Die Harmonie zwischen SPD und FDP ist doch verstörend. Wenn Wolfgang Kubicki sagt, er habe ein ganz neues Kevin Kühnert-Gefühl. Dann muss doch auch Kevin Kühnert kapieren, dass da was falsch läuft. Ausgerechnet Kühnert, der Mann, der während der letzten großen Koalition permanent getönt hat, dass die SPD endlich wieder ein eigenes Profil braucht. Genau der sitzt jetzt bei Markus Lanz und sagt, dass man ja mit zwei sehr unterschiedlichen Parteien koaliere und da wäre es für die SPD schwierig, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Bitte? Du weißt, dass die SPD am Arsch ist, wenn nicht mal mehr Kevin Kühnert ein Unterscheidungsmerkmal zur FDP einfällt. Selbst Anton Hofreiter von den Grünen hat keinen Bock mehr auf die SPD. Der hat vor kurzem öffentlich verkündet, die Scholz-SPD ist nicht mehr natürlicher Bündnispartner der Grünen. Ja, und während der Hofreiter das sagte, hat er schon mal ganz sanft die Schultern von Friedrich Merz massiert. Ja. Ah, bald wieder Wahl. Aber der Hofreiter hat doch völlig recht, wenn die SPD für nichts mehr steht. Wofür brauche ich dann die SPD? Und wofür brauche ich einen Kanzler Scholz, der mit so Loriot-Sprüchen durch die Welt gondelt wie das Meer verbindet die Welt? Ja, schön, aber ich vermute, den meisten Menschen reicht dafür heute ein stabiles WLAN. Aber von mir aus, das Meer verbindet die Welt. Und so hat die SPD den solidarischen Hafen der Sozialpolitik verlassen, um in den weiten Meeren der politischen Bedeutungslosigkeit dem eigenen Ende entgegenzusegeln. Oder wie Loriot sagen würde, früher war mehr Lametta. Genießen Sie den Klimawandel. Philipp Simon! Ja, der Philipp, oder? Allerdings muss man dazu sagen, wenn die Alternative zu Scholz Merz, Wüst oder Söder heißt, da sag ich, hol der Ridu, dödel die Dei. Ja, Loriot wäre ja in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Das ist ja fast so alt wie du. Sehr lustig. Du hast da übrigens was. Eine Nudel an der Nase hast du da. Ja, jetzt kommt eine Frau zu uns, auf die ich mich sehr freue. Sie kommt aus Bayern. Aber das sollte nicht gegen sie verwendet werden. Denn aus Bayern kommen ja sehr viele sehr lustige Menschen. Dobrindt, Scheuer, Söder, Sie wissen, wen ich meine. Aber sie ist im Gegensatz zu den Kollegen tatsächlich nicht unfreiwillig komisch, sondern sie macht das beruflich. Hier ist Eva Karl Faltermeier. Applaus
Servus Köln. Ja, Klimaschutz, wir haben schon viel darüber gehört heute. Ich fange bei mir selber an, ich rede nicht über Politik. Ich höre auf, in Urlaub zu fahren. Ich mache jetzt bloß noch Wellness der kleinen Frau. Facharztbesuch. Ja, weil auf so einen Facharztbesuch, da fieberst du ja oft Monate hin. Ne? Manchmal auch wirklich fiebrig, weil du Fieber hast und keinen Termin kriegst beim Facharzt. Und ich gehe ja nicht zu irgendeinem Facharzt. Ich gehe zum Fünf-Sterne-Hotel unter den Fachärzten. Ich gehe zum Proktologen. Ja. Proktologe ist der Arzt für hintenrum oder wie er in Bayern heißt, der Ohrschanz. Und ich meine, der Proktologe, das ist super, da pfeift doch ich auf Rimini, wenn ich weiß, ich gehe wieder zum Ohrschanz und der verschreibt mir wieder Schmerztabletten pfundweiß. Und im Gegensatz zum Italienurlaub ist beim Proktologen nämlich ja total egal, wenn die Po-Ebene ausgetrocknet ist. Ja. Der hat da seine Tricks, das flutscht trotzdem. Außerdem ist Proktologie eine komplette Ü18-Angelegenheit. Das ist super. Da gibt's keine Kinder beim Proktologen. Beim Ohrschanz ist kinderfreie Zone. Weil wir wissen ja alle, Urlaub und Kinder, das widerspricht sich ja. Ich meine, du kannst dich doch nicht erholen, wenn deine Kinder dabei sind. Ich brauche Urlaub wegen meinen Kindern. Kinder wollen ja dann im Urlaub auch solche Sachen machen, wie zum Beispiel sprechen mit den Eltern, Zeit verbringen. Und die wollen, dass man es rettet, wenn sie untergehen, weil sie Schwimmflügel vergessen haben. Ich finde das lästig. Und natürlich, du kannst das schon am Brenner aussetzen. Logisch, ne? Aber da, wenn eins von den Kindern weiß, dass du eine ADAC-Plus-Mitgliedschaft hast, dann fahren sie das nach bis nach Sizilien. Das ist mir schon passiert. Und beim Proktologen musst du im Gegensatz zum Italienurlaub nämlich auch die Liegen nicht reservieren. Wenn ich beim Ohrschanz bin, dann ist auf Kassenkosten meine Liege immer mit einem frischen Papier ausgelegt. Und dann lege ich mich darauf und dann tätschelt mich die Sprechstundengehilfe so am Kopf und sagt, für uns ist auch nicht schön. Such diese Zärtlichkeit mal in Rimini am Strand. Und dann liegst du da seitlich gewendet und schaust auf der gegenüberliegenden Seite vom Raum so ein großformatiges Foto an. Das hat die Proktologenfrau, also die Ohrschansin, beim letzten Italienurlaub mit ihrer Spiegelreflexkamera gemacht. Ne? Und ich meine, mehr Bella Italia hast du in Rimini am Strand auch nicht, wie da auf deiner Liege. Ne? Und das alles gratis, ohne dass du dir das ganze Jahr dafür einen Arsch aufreißen musst. Das macht dann der Proktologe für dich. Aber zärtlich, ne? Also mein Proktologe hat ein Fingerspitzengefühl. Ja, der Ohrschanz sagt, er hat im Zeigefinger der rechten Hand mehr Gefühl wie andere Männer in einem ganzen Körper. Und der spielt auch Zither. Habe ich zu ihm gesagt, geh her Ohrschanz, habe ich gesagt, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass Proktologen und Proktologinnen so musikalisch sind. Und dann hat er gesagt, ja, das denkt man gar nicht, der Kollegin von ihm spielt eine Harfe. Und einige Kollegen sind auch DJs. Da kriegt der Begriff After Hour eine ganz neue Bedeutung. Hab mir dann auch überlegt auf der Liege, was die wohl für Musik spielen. Wahrscheinlich sowas wie Ring of Fire. Oder was für DJ Popo. Wenn du da so liegst auf deiner Liege, dann kommen da Gedanken, die kommen da sonst nie. Das ganze Jahr nicht. Aber dann liegst du da so und wartest auf die Untersuchung und dann denkst du dir, was passiert eigentlich im Leben von einem Mitte 20-jährigen Medizinstudenten oder einer Medizinstudentin, kurz vor der Spezialisierung?
dass sie der oder die denkt. Ja. Das ist das, was ich bis zur Rente sehen will, jeden Tag. Fragst du dich, wo kommt der her? Aus Darmstadt? Fragst du dich, wie schauen dem seine Eltern aus? Ne? Wen wird er mal heiraten? Das sind so Gedanken, die dir dann kommen. Aber mir war es dann auch irgendwann klar. Ich habe mir gedacht, klar, ein Internist muss den ganzen Körper auswendig lernen. Das ist wahnsinnig viel Stoff. Oder ein Zahnarzt, alle Zähne. Aber Proktologie? Es ist ein überschaubarer Bereich, weißt du? Da verlaufst du nicht. Das ist wie so eine Poollandschaft in Rimini. Da findest du immer wieder raus. Ne? Das sind einfach faule Hund. In meinem Fall ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn du da liegst. Beim Proktologen, dann schaut mir der Arschhahn so eine Zeit lang auf meinen Hintern. Und dann sagt er, jetzt komme ich ums Arschlecken nicht drauf, woher ich sie kenne. Und dann habe ich mir so umgeschaut, weil ich mir gedacht habe, vielleicht haben wir mal geschmust. Das ist bei uns in Bayern immer möglich, theoretisch. Und dann schaut er mir so ins Gesicht und sagt, ah ja, stimmt, vom Fernsehen. Dann haben wir gedacht, von wegen gut fürs Klima, Stimmung ist total im Arsch. Aber dann hat er mit der Untersuchung angefangen und dann habe ich ihn doch gut bewertet. Das Zitterspielen, das merkt man schon. 5 von 4 Sternen. Merci. Eva Karl Faltermeier. Ja, ganz anderes Thema. Überraschend. Wir bei den Mitternachtsspitzen sind ja nicht nur kritische Stimme und fröhlich machende Sendung in schwierigen Zeiten. Nein, wir sind auch die Sendung, die Lösungen präsentiert. Zum Beispiel ist es für meine Frau eine gute Lösung, dass ich wenigstens einmal im Monat hier bei den Mitternachtsspitzen sitze und sie zu Hause ihre Ruhe hat. Vielen Dank, lieber WDR. Ja? Aber ich habe auch Lösungen für Sie. In wochenlanger Recherche habe ich herausgefunden, wie Sie das Klima schützen können. Die beste Methode ist, arm sein. Ja, und arm werden Sie wahrscheinlich allein schon, wenn Sie die Heizung austauschen müssen. Wer arm ist, der hat eine niedrige CO2-Bilanz. Ja, wer arm ist, ja, der reist weniger, der hat eher kein Auto. Und wer arm ist, hat weniger Wohnraum, der im Winter beheizt werden muss. Also ich empfehle, werden Sie Klimaschützer, werden Sie arm. Ist das nicht ein bisschen zynisch? Nee, zynisch ist im Privatjet von Köln nach Düsseldorf fliegen, weil einem die S-Bahn zu voll ist. Christoph, ich glaube, der hat Ostern wirklich nicht gut getan. Sie haben es gemerkt, es geht wieder ums Klima. Hier, die Meldungen der letzten Tage. Sie haben es vielleicht auch gelesen. 2022 war der wärmste je in Europa gemessene Sommer. Seit 32 Monaten plagt Nordspanien eine arge Trockenheit. Frankreich will Wasser wegen Dürre rationieren. Oder anders gesagt, wir rasen mit der Titanic auf den Eisberg zu. Christoph Sieber, die Kate Winslet der deutschen Kabarettszene. Warum nicht Leonardo DiCaprio? Ja, weil der erfriert ja am Ende und das ist durch die Klimaerwärmung ja heute gar nicht mehr möglich. Ja, vielen Dank. Der Eisberg ist die Katastrophe, auf die wir zurasen. Ja? Aber das Schöne ist, die Kapelle spielt ja an Bord noch. Da sind wir dabei, das ist prima. Bitte, Leute. Bitte! Das ist Köln, wenn du sie einmal loslässt. Bitte, Leute! Die Stimmung an Bord und hier im Saal ist natürlich gut, obwohl die Aussichten mies sind. Dabei können wir das Ruder noch rumreißen. 400 Milliarden Tonnen. Ja, so viel CO2 darf insgesamt noch in die Atmosphäre gelangen, wenn wir die Durchschnittstemperatur auf der Erde höchstens um 1,5 Grad ansteigen lassen wollen. 400 Milliarden Tonnen. Und wenn Sie jetzt gerade vom Verbrennen der alten Winterreifen aus dem Garten wiederkommen und sich fragen, 400 Milliarden Tonnen, wie soll ich das schaffen?
das gilt für alle Menschen auf der Erde. Das macht 3 Tonnen pro Person pro Jahr. Ja, für Sie, ja, für Sie hier im Saal, ja, für den Tobi auch und für mich. Und wenn Sie sich immer gesagt haben, mache ich armer SUV-Fahrer. So, die Titanic verliert schon ihr erstes Ding. Ach komm, wir lassen es liegen. Kann ich als armer SUV-Fahrer und begeisterter Autoreifenverbrenner einen Unterschied machen? Ja, weil jede Tonne CO2, die nicht in die Atmosphäre geblasen wird, weniger Schaden anrichtet. Und während wir also auf die 1,5-Grad-Marke zurasen, lauert dahinter schon die 2-Grad-Marke. Und 1,5 Grad oder 2 Grad, da werden jetzt viele sagen, das ist ein halbes Grad Unterschied, das klingt nach nichts, hat aber enorme Folgen. Zum Beispiel Korallenriffe. Bei 1,5 Grad Erderwärmung werden 70-80% der Riffe verschwinden. Bei 2 Grad alle. Das ist schade, dann hat sich mit dem Schnorcheln ja auch bald erledigt. Im Gegenteil, du kannst mit den Flossen direkt vor die Haustür, weil da das Wasser steht. Denn bei 2 Grad Erwärmung steigt der Meeresspiegel um 10 Zentimeter mehr als bei nur 1,5 Grad. Heißt, 10 Millionen Menschen mehr werden ihre Heimat verlieren. Und in Nordrhein-Westfalen wird dann holländische Amtssprache. Ja? Oh je, habe ich Ihnen schon wieder die Stimmung verdorben? Aber zum Glück spielt die Band an Bord ja noch. Denn wenn et trümmelche je, Leute, Leute, bitte. Bitte! Leute! Die Frage ist doch, wie reißen wir das Ruder nochmal rum? Während über kürzer Duschen, über Wärmepumpen und über Verzicht für die Normalos gesprochen wird, hat man eine Gruppe völlig aus dem Blick verloren, die Reichen. Der Durchschnitt der CO2-Emissionen in Deutschland beträgt nämlich 10 Tonnen. Ja? Der Durchschnitt bei den Millionären in der Welt 100 Tonnen. Und jetzt kommt's. Und die Multimillionäre halten sich bitte am Sitz fest. 30.000 Tonnen pro Jahr. Von deutschen Flughäfen aus sind im vergangenen Jahr so viele Privatjets wie nie zuvor gestartet. Beispiel mit dem Privatjet von Hamburg nach Sylt. 50 Minuten, 508 Mal geflogen im letzten Jahr. Die reichsten 0,01% der Weltbevölkerung sind für durchschnittlich 2.531 Tonnen CO2 verantwortlich. Das ist mehr als ganz Deutschland und Japan zusammen. Der 11-minütige Space Trip von Richard Branson und Jeff Bezos im Juli 2021. Du bist doch bloß neidisch, weil du keinen Platz bekommen hast. Nee, wenn ich mich schwerelos fühlen will, dann gehe ich auf die Hüftburg. Ja? Dieser 11-minütige Trip hat ca. 300 Tonnen CO2 in die Atmosphäre geblasen. Das ist in 11 Minuten ungefähr so viel, wie die 1 Milliarde Menschen am unteren Ende des Wohlstands in ihrer gesamten Lebenszeit. Tobi, spiel doch mal was für die Stimmung hier im Saal. Pirate, wild und frei. Ja, bitte, es nutzt nichts mehr. Und während es bei der Titanic damals hieß, Frauen und Kinder zuerst, heißt es heute, Reiche und Schöne zuerst. Ja? Während die Armen im Untergeschoss der Titanic das Wasser langsam bis zum Hals steht, sind Superreiche wie Mark Zuckerberg und Jeff Bezos längst mit ihrer Yacht weg und kaufen Land in abgelegenen Regionen, um möglichst autark dem Weltuntergang zuschauen zu können. Das Klima wird nicht zu retten sein, wenn wir nicht gleichzeitig die soziale Frage lösen. Das Klima kann sich die Reichen nicht mehr leisten. Aber während man die Reichen davonkommen lässt, ruft man den Armen zu, kürzer duschen, nimmt man Waschlappen, dreht die Heizung runter. Ja. Das kann nicht gut gehen. So, Tobi, komm, spiel mal noch was Lustiges. Vielen Dank dem Wartesaal. Und jetzt viel Spaß mit Thorsten und Steffi. Thorsten? Ja? Thorsten, mein Kaktus hat mir gestern gesagt, er möchte auch mal auftreten. Dein Kaktus? Wo denn? Mitternachtsspitzen. Steffi. Steffi, ein Kaktus kann doch gar nicht sprechen. Oh, da bist du falsch informiert. Wissenschaftler haben jetzt rausgefunden, dass Pflanzen Töne von sich geben. Ach, wann denn zum Beispiel? Und zum Beispiel, wenn man ihnen den Stängel abschneidet. Oh, das ist,
Verständlich. Thorsten. Okay, okay. Pflanzen schreien in Notsituationen. Deswegen war es wohl gestern auch so laut im Bad. Hä? Die Palme hat gesehen, wie du dich ausziehst. Pff, Thorsten, wenigstens muss ich dir jetzt kein Geburtstagslied mehr singen. Wieso? Ich gebe dir einen Strauß Blumen und dann sollen die das machen. Meinst du, bald kommen Pflanzen mit eigenen Songs in die Charts? Klar, zum Beispiel Udo Lindenbaum oder die Toten Rosen oder Gewächs Gildo. Die singen dann bestimmt alle auch im Fernsehgarten. Aber Menschen können die Töne der Pflanzen nicht hören. Ich kann das, was im Fernsehgarten gesungen wird, auch nicht hören. Thorsten, ich meine, ja, was die Pflanzen von sich geben. Ja? Ich habe gelesen, das klingt wohl eher wie ein Plöppen. Also so, als wenn man Luftpolsterfolie platzen lässt. Reicht für eine Wahlkampfrede. Also ich sag meinem Kaktus jedenfalls, hier in den Mitternachtsspitzen treten nur Lebewesen auf, die wirklich sprechen können. Schweine zum Beispiel. Genau. Und der Christoph Sieber. Nein, der nicht. Wieso? Das ist ein Lauch. Vielen Dank, Thorsten Schäfi und Michael Hatzius. Ja, es geht Schlag auf Schlag weiter bei uns. Geschichte, oder wie es früher hieß, Geschichte. Ich weiß nicht, welche Gefühle das bei Ihnen auslöst. Bei mir so ein wenig so... Vieles daran ist lange her und von gestern. Geschichtsunterricht in der Schule hieß, Herr Schubert im Kottanzug zeigt VHS-Kassetten übers Dritte Reich, bis alle eingepennt sind. Ganz anders macht das unser nächster Gast. Das ist Geschichte, die Geschichten erzählt und wirklich begeistert. Hier ist Stefan Danziger. Hallöchen. Hallöchen. Ich bin ja froh, auch wieder ein bisschen rumfahren zu können nach Corona und so weiter, dass man auch mal ein bisschen rauskommt. Und man kommt ja auch in Orte, die sind schön. Köln ist ganz schön hier, rund um Dom jedenfalls. Und manchmal kommt man auch in Orte, wo du denkst, ja, da muss auch einer wohnen. Ne? Aber ich war mal vor einer Weile war ich in Wittlich in der Moseleifel. Kennt ihr das? Ja? Und ich hatte einen Auftritt mit drei anderen Kollegen, war so eine Mixshow. Und unser Auftritt war in einem Einkaufszentrum unter der Rolltreppe neben Aldi, ne? Weil wir sind berühmt. Und wenn ich Bühne sage, waren dann eigentlich ja, 2-Euro-Paletten mit einem Teppich drauf, 4 Bierbänke und Jens mit der Technik. Das war das Setting. Ne? Und eigentlich ab und zu kamen Leute aus dem Aldi raus. Wir hatten kein Publikum, es war niemand da. Ab und zu kam jemand aus dem Aldi raus, blieb kurz stehen und hat gesagt, und wir haben uns gefreut, weil wir hatten eine Reaktion. Das war ein gutes Gefühl, das brauchen wir. Ne? Und was aber komisch war, in Wittlich zu dem Zeitpunkt, war irgendwie August, alle waren besoffen. Kinder, Eltern, Großeltern, alle hatten Schlagseite, alle waren auf 7:30, jeder in dem Ort war besoffen. Und keiner konnte uns beantworten, warum die besoffen waren. Weil sie besoffen waren. Ne? Bis wir einen Busfahrer getroffen haben und der konnte noch einigermaßen reden und der hat gesagt, wir haben gerade die Säubrenner-Kirmes. Wieso, die was? Eine Säubrenner-Kirmes. Was ist das? Ja, wir saufen. Und dann ist er in Ohnmacht gefallen, mit dem Kopf auf die Hupe und war im Koma. Und ich wollte natürlich wissen, was ist die Säubrenner-Kirmes? Dann habe ich sofort rechercheriert und habe ich herausgefunden, dass Wittlich wurde belagert im Hochmittelalter von einem Raubritter namens Friedrich von Ehrenburg oder so. Ne? Und die haben den Ort belagert, aber nur abends. Ne? Weil tagsüber haben die Raubritter Startups gegründet oder so. Ich weiß es nicht. So geht die Geschichte. Jedenfalls belagern die den Ort und eines Abends findet der Torwart von Wittlich den Eisenbolzen nicht, um ein Tor zuzumachen und nimmt stattdessen eine Rübe. Weil die damals einen anderen Härtegrad hatten auf der Motion-Skala. Und der packt die Rübe rein und denkt sich so, ja, das passt. Ne? Und es liefen aber die Schweine frei rum durch Wittlich, also die da hinten, ne? Und eine Sau erspäht halt diese Rübe und denkt sich, ah geil, ein Snack. Und knabbert das weg. Ham, nam, 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 nam. Ne? Und der Tor geht auf und die Raubritter da sagen sich, die Idioten haben aufgemacht. Geil, rennen rein, plündern, brandschatzen, machen alles so, was so Raubritter machen. Ne? Und dann
Als sie wieder abgezogen sind, haben sich die überlebenden Wittlicher zusammengesetzt, haben ein Rat gebildet und haben versucht herauszufinden, wer daran schuld ist an der ganzen Misere. Und haben sich entschieden, alle verbliebenen Schweine vom Ort zu verbrennen. Säubrennerkirmes. Ich stelle mir nur den Torwart vor, der daneben stand, so, huh, das war knapp. Wie können wir für die nächsten 600 Jahre dafür sorgen, dass wir auf dem Niveau bleiben? 4 Tage im August, irre. Das sind Gründe, warum wir feiern in Deutschland. Und da war ich mal in Naumburg an der Saale. Sachsen-Anhalt, auch so eine Perle. Auch so, ist auch ein Weinanbaugebiet und auch schön renoviert, aber da wohnt kaum noch jemand. Ne? Und alle 12 Leute, die da wohnten, waren bei meiner Show. Und ich habe gefragt, was ist hier bei euch so ein großes Fest? Ne? Und die so, bei uns ist das Kirschfest. Ich so, ach schön, und warum feiert ihr das? Und die so, na, wir wurden belagert. Ich so, ich bin ganz Ohr. Ne? Und dann haben die den Ort belagert während der Hussitenkriege Anfang des 15. Jahrhunderts. Und der Anführer der Hussiten zu dem Zeitpunkt war Prokop. Ne? Prokop, nicht Boskop, das ist ein Apfel. Und die haben den Ort belagert und während der Belagerung hat ein lokaler Lehrer die Idee gehabt, die Belagerer zu besänftigen. Ne? Und hat die Idee, alle seine Schüler aus seiner Schule in weiße Büßergewände zu packen, ne? Und die dem Belagerer zu schenken, damit er aufhört, die Stadt zu belagern. Eine super Idee. Und packt die Kinder in diese Büßergewände, nimmt die mit und die Kinder so, warum wir? Und er so, naja, keiner braucht euch, ist das Mittelalter. Komm, ne? Und dann geht er halt zu diesem Prokop und sagt, ey Prokop, willst du die Kinder haben? Hörst dann auf, uns zu belagern. Und der sagt, nee, ich brauch die auch nicht. Ne? Aber Kinder, ich hab hier ein paar Kirschen, wollt ihr Kirschen essen? Die so, ja, wir haben Skorbut. Und dann haben die Kinder Kirschen bekommen, die gegessen, wurden alle wieder zurückgetrieben in den Ort und weiter belagert, bis alle tot waren. Kirschfest. Das sind Gründe, warum man in Deutschland feiert. Das ist total irre. Da saß irgendein Bürgermeister, hat sich gedacht, pff, wir machen ein Fest draus, oder? Und wir haben ja... Und wir haben ja in Berlin jetzt auch einen neuen Feiertag wieder. Der war früher schon ein Feiertag, jetzt halt wieder. 8. März, Internationaler Frauentag, weil Berlin wurde belagert. Und die letzten Jahre konnte man ja wegen Corona das nicht groß feiern. Ne? Und dieses Jahr ging es mal wieder richtig ab und das war aber die Hölle. Frauentag in Berlin, absolut überall besoffene Weiber mit Bollerwagen, Technomucke, puscherten in jede Ecke, prügelten sich in den S-Bahn-Bögen. Wir Männer standen daneben so, oh mein Gott, wie kann man sich nur so benehmen? Ekelhaft. Vielen Dank. Danke. Ciao. Schönen Abend. Danke. Stefan Danziger. Ja. Wir müssen noch mal auf ein aktuelles Thema eingehen. Wärmepumpen. Ich weiß nicht, ob Sie schon eine haben. Ja? Den einen gehen schon die Forderungen zum Klimaschutz zu weit, den anderen gehen die Entscheidungen nicht weit genug. Aber welche Auswirkungen hat das für Otto-Normalverbraucherin, wenn künftig auf Öl- und Gasheizungen verzichtet werden muss? So, kommen Sie rein. Ja, ja. Hier ist das gute Ding. Ist im Winter mehrfach ausgefallen, aber ich bin mir sicher, Sie kriegen das wieder hin, oder? Na sicher, Frau Herkedrath. Ich mache Ihnen aus dem Donnerbalken mache ich Ihnen noch eine Wellness-Arena. Oh, sehr schön. Ja, richtig. Aber Entschuldigung, das ist aber eine Ölheizung. Ja. Ja, na, das lohnt sich nicht mehr. Die muss weg. Ne? Nee. Also diese Heizung ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Die hat mit mir alles durchgestanden. 30 Winter, 3 Kanzler, 3 Ehemänner. Kein Problem, Frau Herkenrath. Da machen wir kurz einen Prozess. Ne? Was, Chef? Nee. Chef, ich habe keinen Parkplatz gefunden. Ich parke jetzt 2. Reihe. Ja, ist gut. Gibt noch ein kleines Problem, Chef. Was denn? Ich stehe auf dem Lastenrad. Was? Frau Herkenrath! Frau Herkenrath! So, die Heizung bleibt. Ich klebe quasi. Was machen Sie denn da? Entschuldigung, hier, fossile Brenner, die lohnen sich nicht mehr. Ganz im Ernst, das wird doch immer teurer. Es gibt viele Männer, die sagen beim Scheidungsrichter inzwischen nicht mehr, sie ist fremdgegangen, sondern sie hat die Heizung angelassen. Der war gut, Chef. Du guckst mal, wie hier die Dämmung funktioniert. Jawohl, Chef. Frau Herkenrath, was Sie brauchen, ist ein Wärmedämmungsverbundsystem. Wer der was?
Das heißt, Sie bekommen eine Wärmepumpe und dann gibt es noch ein paar kleine energetische Renovierungsmaßnahmen. Also eine Dämmwand, dann brauchen wir natürlich hier einen Austausch in aller Heizkörper. Dann brauchen Sie ein neues Dach und neue Fenster. Und ganz wichtig, die Tapete im Wohnzimmer, die muss auch runter. Wie, die Tapete stößt die CO2 aus? Nö, die ist einfach hässlich. Chef, ich glaube, ich gucke lieber noch mal nach dem Lastenrad. Wieso? Wir sind doch versichert. Ja, ich meine nur, weil da saß einer drauf. Was? Also Leute, Wärmepumpe, neue Fensterdach, das kostet doch Unsummen. Ach Quatsch, Frau Herkenrath, das kostet doch nur 120.000. Zloty oder Euro? Schönen guten Tag, Frau Herkenrath, Bündnis 90 Die Grünen. Wir freuen uns, helfen zu können. Wir haben deswegen natürlich in den Gesetzentwurf mit reingeschrieben, dass CO2-neutrale Heizungen mit bis zu 80% gefördert werden. Stimmung! Yeah, da bleiben ja nur noch über 20.000 auf jeden Fall an mir hängen. Die hab ich nicht. Genau. Frau Hasenschart. Herkenrath. Gesundheit. Danke. Deshalb sagen wir von der FDP, bleiben Sie technologieoffen. Oder wie ich immer sage, arschoffen. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Natürlich eine Wärmepumpe einbauen. Nein, Gasheizung mit E-Fuels. Bleiben Sie technologieoffen. Oder Sie verbrennen Verbundstoffe. Verbundstoffe? Ja, Sie machen ein kleines Feuerchen im Wohnzimmer mit den Aktenordnern von den Bauvorschriften. Das muss man an der Stelle schon sagen. Also Wärmepumpen sind vielleicht ab 2028 lieferbar. Okay, also was habe ich von den ganzen Maßnahmen, wenn ich am Ende so verschuldet bin, dass ich das Haus verkaufen muss? Bleiben Sie innovativ. Machen Sie doch ein Coworking-Space und Flex-Office für junge Startups in Ihrem Haus. Jetzt lassen Sie sich doch von diesem Prosecco-Technologen keinen neoliberalen Scheiß erzählen. Wenigstens haben wir noch Visionen, du Gemüse-Nazi. Entschuldigung, wenn ich stört, aber also... Entschuldigung, aber wenn das hier noch länger dauert, dann stelle ich den Motor vom Auto vielleicht nochmal ab, oder? Es ist doch ganz, ganz logisch. Die Wärmepumpe ist die Zukunft. Ich soll eine Wärmepumpe einbauen lassen, die nicht lieferbar ist, von einem Handwerker, der sowieso keine Termine mehr hat. Sie brauchen ein bisschen Vertrauen. Ja, genau. Okay, also, ich soll in eine Regierung vertrauen, die weder weiß, was sie will, noch will, was sie weiß. Ihr habt doch alle den Arsch offen! Nee, Frau Herkenrath, das heißt nicht arschoffen, das heißt jetzt technologieoffen. Das Rundfunk-Tanzorchester Sülz. Weitermachen. Liebe Politiker, weitermachen. Die Kindergrundsicherung ist rausgeworfenes Geld. 12 Milliarden für Kinder. Das Geld ist doch woanders besser angelegt. Autobahnausbau, LNG-Terminals auf Rügen oder Rüstung. Zur Not könnte man das Geld auch einfach als Tankrabatt versickern lassen. Weitermachen. Geld bringt ja nichts, wenn man arm ist. Den Schulausflug, die Ferienfreizeit, ein Eis am Wochenende. Sowas kann man sich von Geld ja eh nicht kaufen. Da hilft doch nur Bildung. Wie oft habe ich schon mit einer 2 in Erdkunde ein Eis am Kiosk bezahlt? Weitermachen. Jedes fünfte Kind ist in Deutschland von Armut bedroht. Ja, dann müssen die verzogenen Gören halt auch mal auf den Tennisunterricht oder den Segeltörn vor Sylt verzichten. Jeden Euro, den ihr in armen Familien steckt, ja, den stecken die Eltern doch in Kippen und Alkohol. Auch wenn die Eltern gar nicht rauchen. Aber die Kindergrundsicherung, die würden die garantiert verkiffen. Logo, arme Eltern sind ja Asis. Die halten sich Kinder als Haustier, dass man zum Kippen holen schicken kann. Weitermachen. Für Familien mit Kindern ist bereits viel passiert, sagt Christian Lindner. Zum Beispiel die Kindergelderhöhung auf 250 Euro. Gut, Menschen mit Grundsicherung haben davon nichts, weil ihnen das mit der Stütze verrechnet wird. Aber Christian Lindner könnte davon den Porsche fast zweimal volltanken. Da wäre das Geld sinnvoll angelegt. 2 Millionen Kinder leiden unter Mangelernährung. Das ist doch die beste Vorbereitung auf die Altersarmut. Weitermachen.
Kinderarmut ist oft in der Arbeitslosigkeit der Eltern begründet, sagt Christian Lindner. Ja, genau. Und natürlich auch darin, dass die Kinder selbst nicht arbeiten, die faulen Säcke. In anderen Ländern schuften die doch auch in irgendwelchen Fabriken. Wir stecken 12 Milliarden in Kinder und die leisten dafür nichts. Nada, niente. Rumbrüllen, Windeln vollkacken und sich am Ende auf die Straße kleben. Danke, ihr Rotzlöffel. Deshalb weitermachen. Nur ja nicht Kinder pampern. Nichts geht über eine unglückliche Kindheit mit vielen Entbehrungen. Weitermachen. Die Kindergrundsicherung wäre unbürokratisch. Die Kindergrundsicherung würde armen Familien direkt helfen und Kinderarmut zurückdrängen. Die Kindergrundsicherung wäre eine Umschichtung von oben nach unten. Es würde die bevorzugen, die es wirklich nötig haben. Und es wäre die beste Zukunftsinvestition, die wir als Gesellschaft machen können. Das sollten wir auf gar keinen Fall machen. Denn so wichtig sind die Rotzplagen dann auch wieder nicht. Weitermachen, weitermachen. Weitermachen. Das waren die Mitternachtsspitzeln mit unseren wunderbaren Gästen Wilfried Schmickler, Eva Karl-Faltermeier, Stefan Danziger und natürlich vielen Dank auch ans Team Karen Dahmen, Philipp Simon, Martin Meyerbode, ja, Michael Hatzius mit den Puppen und am Alphorn Tobi Heppelmann und Till Menzer an der Blockflöte. Wir sehen uns wieder am 17. Juni. Da gibt es sogar eine Straße dafür in Berlin. Schönen Abend, gute Nacht, tschüss.